Hallo liebe Leute, wenn ich eines mag, dann ist es leckeres Essen gepaart mit neuer Technik. Wie diese zwei neuen Grills der Firma Ninja, die ich auf Herz und Nieren getestet habe. Vor dem Einschalten beider Geräte sollte man diese reinigen. Die erste Inbetriebnahme ist super einfach und geht leicht von der Hand. Beide Geräte unterscheiden sich grundlegend in der Bedienung. So hat man hier noch Druckknöpfe, wo bei der XL-Variante bereits ein cooles und stylisches Touchscreen zu sehen ist. Einstellungen wie Temperatur und Zeit kann man natürlich bei beiden vornehmen. Was aber grundlegend ein Unterschied ist, sind die Presets, was ich euch gleich im Anschluss in dem Video noch zeigen werde. Beide Geräte unterscheiden sich grundsätzlich in der Gehäuseform und in der Größe, wie man hier sieht. So ist links die Grillfläche etwas kleiner wie bei dem rechten Grill der XL-Variante und das macht sich später auch noch bemerkbar, wie ihr sehen werdet. So kann man sagen, dass links 31,5 cm sind und rechts das Gerät 37,5 cm hat, was sich auch in der Grillfläche bemerkbar macht. Beide Geräte verfügen über klappbare Deckel und unterscheiden sich in der Tiefe kaum. So war die Anfangsauswahl gar nicht so einfach gewesen, für welches Gerät ich mich da entscheiden wollte. Denn beide Geräte ähneln sich schon sehr, sehr stark. Auch wenn vielleicht die Bedienung unterschiedlich ist, so war am Anfang die Auswahl überhaupt nicht so einfach gewesen für mich. Nun kommen wir zum Thema Einsätze. Das ist bei beiden Geräten ähnlich gelöst. Nur die Größe unterscheidet sich, so sind beide Einsätze herausnehmbar. Aber ein Hauptunterschied sieht man hier schon, dass der XL eine deutlich breitere Grillfläche hat. Wobei das kleinere Modell eine tiefere Wanne besitzt, die man ebenfalls herausnehmen kann. Dazu kommen dann noch zwei Airfryer-Wannen, die sich ebenfalls in der Größe unterscheiden, wie man hier sehen kann. So war von Anfang an das Problem für mich die Größe der beiden Geräte gewesen. Deshalb war von Anfang an eines der besten und wichtigsten Argumente für mich gewesen, welches der Geräte bietet den meisten Platz oder den Raumangebot. So habe ich meine gefrorene Ente genommen, habe sie in beide Geräte reingetan und man sieht ja sehr, sehr gut, wie sich der Deckel noch schließen lässt. Da ist die XL-Variante auf jeden Fall im Vorteil, was ich am Anfang nicht gedacht hätte. Und auch hier die Einsätze. Sieht man sehr, sehr schön, wie die sich einsetzen lassen. Leider ist da das größte Problem, wie ich finde, dass man nicht alle Einsätze gleichzeitig reinlegen kann. Da sollte vielleicht in Zukunft mal dran gearbeitet werden, so dass man auch alle Einsätze unterbringen kann und nicht ein Teil draußen liegen lassen muss, was dann irgendwo einfach dann vielleicht im Wege rumliegt oder vielleicht auch verschwindet. Da gibt es sicherlich bessere Lösungen noch, aber da bin ich optimistisch gestimmt, da die Geräte ansonsten schon wirklich sehr, sehr gut überzeugen. Aber das finde ich bis jetzt noch leider ein Mangel. Im Übrigen ist die XL-Variante gerade mal 1 cm flacher, das bedingt durch den tieferen Deckel. So ist aber die Bedienung mit einer Grillzange schon mal ein ganzes Stück einfacher, da man nicht so tief in die Wanne greifen muss. Und das zeige ich hier auch nochmal mit dem Zollstock. Im Übrigen befinden sich bei beiden Geräten die Heizelemente im Deckel verstaut, die durch eine Filtermatte geschützt sind. Diese sollte man aber nach jedem Grill- oder Airfryer-Vorgang auf jeden Fall auswaschen bzw. noch besser in die Spülmaschine tun. Auch die Heizleistung ist hier nochmal ein ganzes Stück unterschiedlich. Und ja, auch die Elemente haben sich hier verändert, so dass der XL links und rechts von dem Heizelement deutlich mehr Platz bietet, um das Gerät besser zu reinigen und auszuwischen. Die Bedienung der beiden Geräte ist super einfach, wobei natürlich die neue Touchscreen-Version deutlich schicker aussieht, ist gar keine Frage. Aber dafür gibt es noch ein weiteres Highlight, und zwar ein Temperatursensor, wo ich direkt im Grillgut die Kerntemperatur messen kann. Dafür stehen mir dann auch noch verschiedene Presets für die verschiedenen Gararten und Fleischsorten zur Verfügung. Im ersten Fall habe ich mal hier es mit Burgern probiert. Das hat auf Anhieb schon mal super geklappt. Da war ich wirklich schon mal hellauf begeistert. Auch wenn man zum Beispiel die Brötchen drauf machen möchte. Das kann man ebenfalls direkt im Anschluss machen auf dem Grill. Das ist auch kein Problem. Auch
Würstchen sind wirklich wunderbar drauf und haben wirklich so ein Grillaroma gekriegt. Das fand ich auch ganz, ganz toll. So will ich mal gerade mein Resümee ziehen, in Begleitung von schönen Bildern, von leckerem Fleisch. Kann ich nur eines sagen, beide Geräte sind wirklich Top-Geräte, die eines tun und Fleisch wirklich saftig zubereiten. Und sorry, ich mag einfach Fleisch. Und ich möchte Fleisch einfach nicht trocken haben, sondern wenn ich ein Steak mir mache, das möchte ich auch Medium haben. Und dann möchte ich einfach, dass es saftig ist. Und wirklich, das kriegt man mit diesen Geräten hin. Und wenn ich das erste Mal bei YouTube gesehen habe, beziehungsweise über Facebook, dachte ich, das muss ich ausprobieren. Und ich kann nur sagen, ich habe es wirklich nicht bereut. Und für den Zweifamilienhaushalt kann ich nur das kleine Gerät empfehlen oder auch das große, ist ja völlig egal. Beide machen wirklich da eine tolle Arbeit. Aber wer sagt, okay, ich kriege öfters mal Besuch, der sollte definitiv zu einem größeren Gerät greifen. Auch wenn man überlegt, was gerade mal der Aufpreis ist für das größere Gerät und die neuen Zusatzfunktionen wie den Thermometer oder die Presets, die dahinterlegt sind, was das Ganze nochmal ein bisschen einfacher macht, im Bedienkomfort auch nochmal ein bisschen schicker aussieht und wie gesagt den Deckel auch einfach besser reinigen kann, würde ich definitiv zu dem XL-Gerät greifen und das habe ich auch getan. Und seitdem ist das auch ständig bei uns im Einsatz und wir finden es total lecker und ich weiß gar nicht, was ich noch sonst dazu sagen soll. Guckt euch die Bilder an und ja, ihr könnt mir ja gerne mal ein Feedback dazu hinterlassen, ob euch das Video gefallen hat und wenn ihr natürlich auch noch Fragen habt, könnt ihr die gerne dazu auch stellen. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen und ansonsten abonniert gerne meinen Kanal und schaltet mal wieder ein, wenn es wieder heißt, es gibt neue Technik und vielleicht was Leckeres zu sehen dabei. Also bis bald, bye bye.